Anton und Bruno sind am Seilziehen. Einmal zieht Bruno den Anton und einmal zieht Anton den Bruno. Der Anton hat eine Masse von 75 Kilogramm, Bruno eine Masse von 55 Kilogramm und das Rollbrett hat eine Masse von 50 Kilogramm. Das Seil ist mit 350 Newton gespannt und die Reibung beim Rollbrett beträgt 50 Newton. Jetzt sollen die Impulsströme, die Kräfte und das Impulsflüssigkeitsbild gezeichnet werden. Beginnen wir mit den Impulsströmen. Also der Bruno zieht am Anton und der Anton wird immer schneller. Das heißt, es fließt vom Bruno-Impuls in den Anton hinein und Anton speichert diesen Impuls. Aber der Impuls kommt nicht von Bruno. Der behält ja seine Ruhe bei, sondern Bruno bezieht den Impuls aus der Erde. Damit haben wir einen starken Impulsstrom durch Bruno hindurch in den Anton hinein. Der sammelt den Impuls und ein kleiner Teil geht dann übers Rollbrett weg, nämlich 50 Newton. In der anderen Situation, also immer noch mit dieser positiven Richtung, da zieht der Anton den Bruno. Und der Bruno wird jetzt nicht schneller im Sinne der reellen Zahlen, sondern die Geschwindigkeit von Bruno kommt jetzt ins Minus. Das heißt, die Geschwindigkeit von Bruno nimmt ab. Mit anderen Worten, der Impuls fließt aus dem Bruno weg, durch den Anton hindurch in den Boden und ein ganz kleiner Teil fließt da vom Boden ins Rollbrett rein. Jetzt können wir noch die Zahlen angeben. Wir haben also hier überall 350 Newton, da wo der Impulsstrom stark ist. Und da zwischen Rollbrett und Boden haben wir 50 Newton Abfluss und hier 50 Newton Zufluss. Wir können jetzt eine Regel aufstellen, da wo das Seil gespannt ist, also hier und hier, da fließt der Impulsstrom gegen die positive Richtung. Das heißt, bei Zugbelastung fließt der Impulsstrom gegen die positive Richtung. Umgekehrt, wenn wir hier Druck hätten, kann man sich selber überlegen, dann fließt der Impuls in positive Richtung. Gehen wir rüber zu den Kräften. Ich habe hier die 2x3 Schnittbilder gezeichnet für Anton, Seil und Bruno. Beginnen wir da mit dem Impuls. Zufluss von 350 Newton oder mit der Stärke 350 Newton. Da können wir jetzt einen positiv gerichteten Kraftpfeil zeichnen, eben mit 350 Newton. Also die Regel lautet, ein zufließender Impulsstrom ergibt eine positiv gerichtete Kraft. Oder anders gesagt, die Kraft ist eine Impulsstromstärke bezüglich eines Systems, also hier bezüglich Bruno. Da, wo der Impuls abfließt, da haben wir wieder 350 Newton, aber negativ. Da, wo der Impuls zufließt, haben wir plus 350, minus 350, plus 350 Newton. Da unten haben wir dann noch Abfluss von 50 Newton gibt eine negativ gerichtete Kraft von minus 50 Newton. Wir haben also einen Impulsstrom, unverzweigt bis dahin, von 350 Newton Stärke. Und das gibt 1, 2, 3, 4, 5 Kraftpfeile. Wir könnten das Seil in 50 Teile einzeichnen, dann hätten wir 100 Kräfte. Also Kräfte sind zu konstruierende Größen. Nehmen wir die andere Situation. Beginnen wir hier bei Bruno. Da fließen 50 Newton zu, positiver Kraftpfeil, 350 Newton weg, negativer Kraftpfeil, 350 Newton zu und wieder weg, je einen Pfeil und hier 350 Newton Zufluss, positiv gerichteter Pfeil und dann fließen hier diese 350 Newton in den Boden ab. Das gibt einen negativ gerichteten Pfeil bezogen auf Anton. Wenn wir jetzt den Boden dazu nehmen würden, dann gäbe es hier einen positiv gerichteten Kraftpfeil auf den Boden.
Dieser grüne Pfeil und dieser blaue Pfeil oder dieser blaue Pfeil und dieser grüne Pfeil, das ist Aktio gleich Reaktio im Sinne von Newton. Zwei blaue Pfeile oder zwei grüne Pfeile, das hat nichts mit Aktio gleich Reaktio zu tun. Das ist die Beschreibung einer Gleichgewichtssituation. Am Boden könnten wir, wie gesagt, hier noch einen negativ gerichteten Kraftpfeil zeichnen auf den Boden. Das wäre dann der Abfluss des Impulsstroms aus dem Boden und da hätten wir hier Aktio gleich Reaktio. Das heißt, jede Kraft hat einen Partner und das Ganze nennt man Wechselwirkung. Gehen wir über zum Flüssigkeitsbild. Ich habe es hier schon gezeichnet. Aus den Personen werden Töpfe, also aus den Objekten werden Töpfe, wobei die Masse, also hier mit Rollbrett, entspricht dann dem Querschnitt. Das heißt, es gibt hier 5 Kilogramm mehr als hier und hier 5 Kilogramm mehr als hier wegen dem Rollbrett. Bruno bleibt hier ruhig, Anton bleibt hier ruhig. Hier hat Anton eine Geschwindigkeit von 2 Meter pro Sekunde und Bruno hat hier eine Geschwindigkeit von minus 2 Meter pro Sekunde. Nun, der Impuls fließt, das sieht man jetzt hier sehr schön, vom Boden in den Bruno, dann durch den Bruno durch in den Anton und ein kleiner Impulsstrom geht weg. Auf der anderen Seite fließt Impuls vom Bruno in den Anton, durch den Anton hindurch und zwar von einer Stärke von 350 Newton. Hier fließt Impuls mit der Stärke 50 Newton zu vom Boden in den Bruno rein. Also da oben haben wir die geometrische Situation, da unten haben wir dann eine abstraktere Darstellung. Aber jetzt können wir etwas weiteres sehen, das wir im Impulsstrom nicht sehen konnten und auch nicht im Kraftbild. Das ist die Energie. Wieso ist nämlich hier Bruno aktiv? Bruno befördert den Impuls vom Niveau 0 auf das Niveau 2 Meter pro Sekunde. Diese Pumpleistung hier ist übrigens Stromstärke mal Pumphöhe. Das sind also 700 Watt. Also Bruno produziert eine Leistung oder gibt eine Leistung ab von 700 Watt. Bei der Reibung fließt der Impuls nur immer den Berg hinunter und also hier mit 50 Newton mal 2 Meter pro Sekunde, das gibt 100 Watt. Wir haben also hier eine Dissipationsleistung von 100 Watt, weil der Impuls mit der Stärke 50 Newton 2 Meter pro Sekunde hinunterfließt. Auf der anderen Seite pumpt eben Anton den Impuls den Berg hinauf, nämlich von minus 2 Meter pro Sekunde auf 0. Dazu muss er auch 700 Watt Leistung abgeben und auch hier fließt der Impuls mit 50 Newton den Berg hinunter und dissipiert eine Leistung von 100 Watt. Also das Impulsstrombild ist so etwas wie die ganzheitliche Diskussion oder Darstellung. Das Kraftbild ist dann eine objektbezogene Darstellung und das Flüssigkeitsbild enthält vor allem noch die Aussage aktiv-passiv Energie zuführen, Energie abführen. Wir können im Flüssigkeitsbild jetzt noch das Grundgesetz der Mechanik erkennen oder das zweite Newton'sche Axiom. Das lautet nämlich, die Summe aller Kräfte, also der Impulsstromstärken bezüglich eines Systems, ist gleich Änderungsrate des Impulsinhalts. Und das ist Masse mal Änderungsrate der Geschwindigkeit des Schwerpunkts, wenn man ganz genau sein will. Das lautet dann eben die resultierende Kraft gleich Masse mal Beschleunigung des Schwerpunkts. Schauen wir das diesem Bild bei Anton an. Anton hat einen Impulszufluss von 350 Newton, einen Impulsabfluss von 50 Newton. Das gibt eine Impulsänderungsrate von 300 Newton, dividiert durch den Querschnitt, also die Masse, die Trägheit von 80 Kilogramm. Das gibt eine Beschleunigung von plus 3,75 Meter pro Sekunde Quadrat.
Auf der anderen Seite haben wir hier auch einen Nettoabfluss von 300 Newton, 350 Newton minus 50 Newton, das sind 300 Newton. Negative Änderungsrate durch 60 Kilogramm, das gibt eine Beschleunigung von minus 5 Meter pro Sekunde im Quadrat. Diese drei Bilder beinhalten fast sämtliche Aussagen der eindimensionalen Mechanik, nämlich Impulsbilanz, Impulstransport, Kraft und eben auch Beschleunigung sowie Energieinhalt, das habe ich jetzt nicht erwähnt, wie auch Energieumsatz. Lernen Sie anhand dieser drei Bilder, was Mechanik ist.